Halbe Stunde lang bleiben, macht Autogrammstunde für alle liebe Besucher. Die ganzen Flugzeuge, die jetzt da in der Mitte positioniert sind, geparkt sind, die werden alle im Springen dort seitlich positioniert. Der Hannes Arch gibt es momentan. Das, was mit Modellen möglich ist, das ist bandtragend undenkbar. Hier hat man so das Gefühl, wenn man zuschaut, dass alle physikalischen Gesetze außer Kraft gesetzt werden. Manuel, ich bitte dich mit deinem Programm. Von, würde ich sagen, es beginnt irgendwo bei 100 Euro, kann man schon recht gut beginnen. Es geht nahtlos weiter. Als nächstes startet ein Gespann, ein Schleppgespann. Und zwar nicht ganz so einfach zu fliegen ist, vor allem die Langsamflugseigenschaften sind recht problematisch. Aber umso mehr gibt es dieses Modell auch als Modell in den unterschiedlichsten Größenordnungen. Und wir sehen jetzt ein fertiges Modell, das gehört also schon zu den größeren. Eine Spannweite von 7 Metern, eine Gesamtlänge von 3,5 Metern und ein Akkusgewicht von 10 Modellen nach dem Maßstab. Das Modell hat eine Spannweite von 3,15 Meter und ein Abfluggewicht von 23,1 Kilogramm. Vielleicht etwas noch ganz Interessantes zu diesem Modell. Es wird angetrieben von einem Sternmotor, 250 Kubik und 5. Wenn wir jetzt genau hinhören, dann hören wir diese 5. Die Art und Weise. Das erste Flugzeug ist eine DG-1000 und diese DG-1000, die hat ein sogenanntes Klapptriebwerk. Das können wir dann rechts sehen, wenn es ausgefahren wird. Und zwar hinter der Kabine dieses Segelflugzeug eigenstandfähig. Wir sehen jetzt also dann als erstes dann die DG-1000 hochschleppen. Lassen wir uns überraschen, ob das auch so klappen kann. Ja,
HDC-1000, sie ist schon in der Luft für HDC, also live miterlebt mit dem kleinen... Der Hartwig wieder heilt. Und ich sollte nicht. Ein Applaus. Und setzt butterweich auf, okay? Wunderschön, gelandet, allen drei Segler. Der Lukas hat, der wird wieder einen Hubschrauber pilotiert, und zwar wird er den E-Flug uns wieder zeigen. Und das Besondere Lukas hat, ist es, dass er vermutlich heute einer der, oder der jüngste Pilot ist, der am Start ist. Er ist gerade mal 13 Jahre jung. Ich höre gerade, Lukas liegt jetzt circa 1,5 Jahre, also bei entsprechendem Training ist es möglich, auch in 1,5 Jahren eine solche Perfektion zu erreichen. Ich muss dazu sagen, dass viele junge Piloten heute erst am Abend. Ja, ich darf Ihnen ein weiteres Schmankerl anbieten, wenn ich das mal so nennen darf. Und zwar Christian Maul wird uns seine AT6 vorführen. Wir haben die Einheit, wie wir es recht gut hören können. Das Modell hat eine Spannweite von 3,5 Meter und ein Abzuggewicht von 25 Kilogramm. Es ist ein absolutes Drehmodell und hat auch die man allerdings nur sehen kann, wenn man sehr, sehr nahe an der Maschine dran ist. Vielleicht zum Original noch etwas zu sagen. Das Original gebaut worden in den Vereinigten Staaten. Christian ist mit seiner AT6 ein gefragter Show-Flugpilot auf vielen Modellflugplätzen. Gesamteuropa unterwegs. Der ganze Sommer. Das Unobjekt hat eine Spannweite von 4,70 Meter und ein Gewicht von 9,5 Kilogramm. Das Original, was auch hier ohne Gewicht entstanden kann. Und zwar unten. Die Cessna 102 Landung mit gesetzten Klappen und wunderschön langsam lässt die Maschine butterweich auf der Strecke landen. Herzlichen Dank, Markus. Und dann werden wir noch einmal Helikopter 3D-Flug der Extraklasse sehen und zwar von Niklas Helfrich. Niklas Hellring ist 17 Jahre jung und er ist halt schon mit seinen 17 Jahren Werkspilot. Er hat dieses Modell der
Concorde der Reims war ein Ja, Manfred von Richthofen ist gelandet mit seiner Maschine. Ist jetzt gestartet. Wir können jetzt sehr, sehr deutlich sehen, dass der Jet auch sehr, sehr langsam geflogen werden kann. Wunderschön aufgesetzt. Max, ein herzliches Dankeschön und großer Applaus. Denn gesagt, dass es genauso wie das Original nicht unbedingt einfach zu fliegen ist. Und das glaube ich auch. Ja, zur Boeing Spearman ist zu sagen, diese Maschine wurde als Schulflugzeug gebaut in den Vereinigten Staaten von Boeing. Ja, das war natürlich auch noch eine super Einladung. Hier ist die Aufnahme an der Maschine. Bei Modellfliegern ist sie sehr, sehr beliebt. Und diese Maschine ist im Maßstab 1:2 gebaut. Hat ein Spiel. Ja, das war Segelkunstflug der feinen Sahne. Herzlichen Dank. Michael, das hast du super gemacht. Christian, auch dir ein herzliches Dankeschön für diesen ausgezeichneten Schritt. Thank you.
Fabian ist im Langanflug mit einer Ultraflash. Und er hat uns auf sehr eindrückliche Art und Weise gezeigt, dass er Zylinder-Boxermotor mit 120 Kubikzentimeter. Es ist ein absolutes Scale-Modell. Die TO 27, die wurde als leichtes Mehrzweckflugzeug gebaut. Die meisten Flugzeuge sind wieder zu haben. Also bitte für alle, die Hunger haben, strömen Sie bitte jetzt zur Küche und holen Sie sich Ihr Essen. Dankeschön. Nochmals ein paar Worte zur TO 27, zur TO 27. Besitzer dieser Maschine ist Harald Klien, der Pilot ist Erich Burkhardt. Der Elisabeth dieser Maschine wieder sicher am Boden. Herzlichen Dank, Erich, für die Vorführung der TO 27. Dankeschön, auf der zweiten Runde ist gelandet. Und wir